Ja, ich war Mitglied beim NanoImpactNet EU-Projekt vom 2008 bis 2012. Das war ein Netzwerkprojekt, wo es vor allem darum ging, Partner in der EU, die im Bereich Nanomaterialien forschten, zusammenzubringen. Vor einigen Jahren waren die Risiken von Nanomaterialien noch nicht ganz klar und darum war es ein starkes Bedürfnis von Forschern sowie der Industrie, Netzwerke zu bilden, um Risiken, aber auch Möglichkeiten von Nanomaterialien zusammen anzugehen. Das NanoImpactNet war, wie gesagt, ein Koordinationsprojekt, wo wir zusammen in Workshops oder in Konferenzen, die international abgehalten wurden, neueste Entwicklungen im Bereich Nanomaterialien zusammengetragen haben und auch Empfehlungen für die Industrie oder für die Behörden herausgegeben haben. Es waren über 20 Partner mit dabei aus etwa 15 verschiedenen EU-Ländern und die Schweiz war mit zwei Partnern. Nein, die Schweiz war mit drei Partnern ebenfalls im NanoImpactNet vertreten. Der Vorteil war, dass man sehr viele neue Leute, die auf dem gleichen Bereich forschen, kennengelernt hat und es auch zu einem sehr regen Austausch von neuesten Informationen gekommen ist. Also es hat sicher einen Vorteil, bei einem EU-Projekt mitzumachen, wo man die Partner kennt, vorgängig kennt, damit man auch weiß, wo die Expertisen und Stärken dieser Partner sind. In der Schweiz werden relativ kleine Gruppen finanziert. Das heißt, man kann zum Beispiel beim Schweizerischen Nationalfonds Gelder für 2 bis 3 Gruppen beantragen, die dann zusammen forschen. In der EU gibt es keine Einschränkungen, also da können eben auch 10 bis 20 Partner an einem solchen Projekt mitmachen. Es braucht ein internationales Netzwerk, man muss schon bekannt sein, man muss eine gewisse Expertise haben, die international anerkannt ist, um in einem EU-Projekt mitzumachen. Man kennt Leute, die ein solches Projekt definieren. Man wird angefragt aufgrund einer speziellen Expertise, ob man mitmachen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei einem EU-Projekt mitzumachen. In meinem Teil, ich war Leiterin eines Work Package, wo wir eine Datenbank von verschiedenen Protokollen zur Handhabung mit Nanomaterialien erstellt haben, waren sehr viele Partner beteiligt. Und es gab natürlich auch Probleme, dass Partner nicht ihren Teil innerhalb der vorgegebenen Frist ablieferten, was dann zu Verzögerungen führte. Im vorgängigen EU-Projekt beim NanoImpactNet war die Administration sehr aufwendig. Es brauchte viel Unterstützung auch von der Universität Fribourg, um diese Administration zu machen. Und im neuen Programm, im Horizon 2020, wurde das angesprochen und optimiert. Und es wurde gesagt, dass die Administration geringer wird. Ich selber habe etwa 150.000 Schweizer Franken erhalten. Das ist, wie gesagt, da es wie gesagt kein Forschungsprojekt war, sondern mehr ein Koordinationsprojekt. Und das Geld wurde für Leute gebraucht, die diese Datenbanken und Nomenklaturen erstellt haben. Das waren zwei Personen, die bei mir im Projekt involviert waren. Auf jeden Fall, weil ich denke, dass solche EU-Projekte die Zukunft sind. Alle zusammenarbeiten sind Zukunft in der Forschung. Und auf jedem Gebiet, wo man forscht, braucht es solche internationalen Zusammenschlüsse. Also ich empfehle allen Forschenden, die gerne bei EU-Projekten mitmachen möchten, an internationale Kongresse zu gehen, also innerhalb der EU. Dann gibt es auch die Möglichkeit, seine Koordinaten und Expertisen in einer Datenbank einzutragen, die jetzt auch im Horizon 2020 aufgeschaltet ist. Ich habe meine Daten eingetragen in dieser Datenbank und wurde auch bereits von möglichen Partnern angefragt, ob ich in einem gewissen Konsortium aufgrund
meines Wissens auf einem speziellen Gebiet mitmachen will. Je nach Forschungsarbeit ist der Aufwand, den man selber in ein solches Projekt stecken muss, zwischen 10% und 20%, was etwas mehr ist als beim Schweizerischen Nationalfonds. Das Schwierige immer für Forschende in Zusammenarbeit mit der Industrie ist dann die Publikation oder die Bekanntmachung von Resultaten, weil die Industrie natürlich ihr Eigentum schützen möchte, aber wir Forschende möchten unsere Resultate publik machen. Und da muss man im Vorfeld sicher das vertraglich gut regeln, wie man bei Resultaten, die man aus einer Zusammenarbeit hat, vorgehen will.